Wie heißt du, gut aussehender Fremder? Mein Name ist SpongeBob Schwammkopf. Wow, wir sehen gleich aus und haben denselben Namen. Da haben wir ja schon zwei Dinge gemeinsam. Ich wollte schon immer einen Zwillingsbruder. Was hältst du denn von Blasen? Find ich super. Quallenfischen auch? Da geht's mir genau wie dir. Was ist mit Thaddäus? Also bitte, ja. Ich glaube, ich nenne dich, ich zwei. Hey, SpongeGuppy, schön, dich zu sehen. Hast du die Geheimformel schon rausbekommen? Kann ich dir nicht sagen, das ist ein Geheimnis. Ach, und übrigens, ich heiße ich zwei. Ich zwei? Ich bin so ein Tiefseetrottel. Wenn die Kopie erst einmal Kontakt zum Original aufgenommen hat, verrät sie mir die Formel niemals. Au, 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 au! Ich muss meinen Plan wohl ändern. Nein, nein, SpongeGuppy, wir nehmen keine ekligen, dreckigen Sachen in den Mund. Spuck es aus. Die Kids! Pass auf! Dein Name ist SpongeBob Schwammkopf und du machst jetzt Folgendes. Du gehst direkt zu Krabs und fragst ihn nach der Krabbenburger Geheimformel. Mr. Krabs, Geheimformel, alles klar. Und halt dich bitte von allen anderen SpongeBobs fern. Mach ich. Hallo, Mr. Krabs. Hey, können Sie mir die Krabbenburger Geheimformel verraten? Du willst, dass ich dir die Formel verrate? Das ist eine ganz schöne Verantwortung, Minion. Die Geheimformel. Naja, irgendwie hast du ja recht. Lehn dich rüber. Er macht es tatsächlich. Er kennt jetzt die Formel. Oh, du süßer Geschmack des Triumphs. Moment. Nein, nein! Geheimformel, Geheimformel. Hey, sieh an, noch so ein hübscher Junge. Dich nennen wir ich frei. Gut, gehen wir. Ein paar Burger braten. Ach, zum Seeteufel! Jetzt ist der SpongeBob auch von den anderen verdorben. Ich brauche eine ganze Legion von Bobs. Genug Bobs, um mit ihnen in die Schlacht zu ziehen. Marschiert! Marschiert, meine Hübschen! Und holt euch die Formel! Oh, ihr vermehrt euch ja schneller als Tiefseekarnickel. Also gut, gebt Ruhe. Ich verrate euch die Formel, aber nur das eine Mal noch. Das eine Mal noch. So, habt ihr euch alle die Formel gemerkt? Los an die Arbeit und ich rechne jetzt eure Löhne aus. Jetzt kennen sie alle die Formel. Gleich kenne ich die Formel, gleich kenne ich die Formel. Plankton. Ich zwei sag, du hast ihn in einem Kopierer gemacht, damit du die Krabbenburger Geheimformel klauen kannst. Das ist doch wohl offensichtlich lächerlich. Du musst ihm helfen. Ich glaube, er ist krank oder sowas. Ich fühle mich ganz komisch. Ich zwei! Was ist nur mit ihm geschehen? Das hatte ich befürchtet. Ich wollte Geld sparen und hab Billigtoner gekauft. Ja, und was heißt das? Das heißt, dass mein Plan geplatzt ist. Alle SpongeBob-Kopien verblassen gleich und lösen sich auf. Sie lösen sich auf? Alle meine neuen Freunde? Nein, das dürfen sie nicht! Nein, bitte verschwinde nicht! Schnell, bevor du dich auflöst, wie lautet die Formel? Ganz einfach, du nimmst einen Teil. Doing, oh boy, mir geht's gar nicht gut. Warte, nein! Du da, die Formel! Die Formel! Die Formel! Die Formel! Aua! Die Formel! Die Formel! Die Formel! Das Leben ist nichts als ein wandelnder Schatten. Na gut, ich glaube, für dich war's erstmal genug, Natur. Quietschi, quietschi. Ich gehe jetzt zur Arbeit, Gary. Bis heute Abend. Gariazar Arat Arabar. Oh ja, quietschi, quietschi. Oh, 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 oh
Guten Morgen, Thaddäus. Jetzt nicht mehr. Aus Dose und Glas wird die Soße was. Geht's? Ich würde dich ganz kurz mal in den Gastraum bitten, Mignon. Angetreten und bereit zum Dienst, Sir. Der da war's, der hat meinen Briefkasten kaputt gehauen. Oh. Ich höre. Nein, Mr. Krabs, sowas mach ich doch nicht. Natürlich, so einer bist du doch nicht. Das sind nur haltlose Behauptungen von irgend so einem Loser. Dafür kann dich niemand belangen. Puh. Er hat meine Springbrunnen zerstört. Ja, genau, das ist der Kerl. Herr Schwammkopf, ich fürchte, Sie sind hiermit verhaftet. Aber Mr. Krabs, ich habe nichts getan. Das ist eine Verleumdung. Ich war das nicht. Kannst du nicht in deiner Freizeit verrückt werden? Also wirklich, das kostet mich unglaublich viel Geld. Ich bin aber nicht verrückt geworden. Das muss eine Verwechslung sein. Ich bin unschuldig. Quietschi. Ach, erzähl das mal dem Richter, Mignon. Sieh's ein. Wer sieht denn auch nur so ähnlich aus wie du? Na gut, wer da? Wissenschaftler vermuten inzwischen, der amoklaufende Burgerbrater sei ein urzeitlicher Höhlenschwamm, der als ausgestorben galt. Ja, das war dieser Höhlenschwamm. Ich hab nämlich gar nichts kaputt gemacht. Er ist nur verwirrt und hat Angst und er vermisst sicher einen Artgenossen. Kurze Zeit später begaben sich Mr. Krabs und SpongeBob zum Rathaus, um das Ungeheuer zu stellen. Ach, wirklich? Ach, das gefällt dir wohl. Tja. Wenigstens ist er jetzt unten. Hurra! Bitte stecken Sie Spongy nicht ins Kittchen. Wir wollen ihn doch nicht ins Gefängnis werfen, Junge. Er hat der Stadt durch den Abriss des Rathauses Millionen gespart. Den hatten wir schon für nächste Woche eingeplant. Spongy ist frei! Wow! Jetzt bin ich dran! Ich glaube, mir wird schlecht. Bitte sehr, nimm den Kleinen. Jetzt müssen wir nie mehr getrennt sein. Auch wenn wir nicht zusammen sind. Das ist so toll. Winke, winke. Wir sehen uns dann immer, mein Lieber. Ja, bis immer dann, mein Bester. Ja, Thaddäus, Mario extra, ich hab's gehört. Oh, hi, Patrick. Hi, SpongeBob. Wollten wir zusammen übernachten? Kann mich gar nicht erinnern. Oh.
Ihr zwei Kleinen, spielt ihr miteinander? Süß, oder? Sag mal, was machen die beiden da? Sie versuchen einfach, ihr Leben zu leben, so wie wir anderen auch. Die armen Kleinen. Unsere Welt ist einfach zu groß für sie. Oh, ich habe eine Idee. Ja, hoffentlich ist es nicht wieder so ein total verrückter Plan, wie du die Krabbenburger-Geheimformel klauen willst. Du verwechselst mich mit Plankton. Oh, ja. Tada! Ein winziges Zuhause für unsere winzigen Freunde. Ach so, jetzt hab ich's begriffen. Das hast du sehr gut gemacht. Upsi, hätte ich fast vergessen. Du brauchst doch ein Gärbärchen. Mau, mau. Hey, Patrick, könntest du die Temperatur am Grill um ein halbes Grad erhöhen? Meinetwegen. Und die Burger müssen aus dem Handgelenk im Uhrzeigersinn gedreht werden, denn... Die Kunden schmecken den Unterschied immer heraus. Was immer du sagst, Chef. Nein, Patrick, das haben wir doch geklärt. Die Reihenfolge ist Brötchen, Burger, Käse, Gurken, Salat, Tomaten, Brötchen. Nicht Brötchen, Burger, Käse, Salat, Gurken, Tomaten, Brötchen. Jetzt reicht's. Ich dachte, das würde Spaß machen. Aber es macht nur das Gegenteil. Ich kündige. Und die Hose auch. Aber Patrick, du bist mein bester Freund, Arbeiter. Wow, von dir kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Kannst doch grillen. Du bist eingestellt. Thaddäus, du hast noch keine Pause. Ich nehme eine lebenslange Pause von dir. Ich kündige. Nein. Nein. Oh, oh, ich brauche mehr Mitarbeiter. Oh, in einer Sekunde geht's weiter, Leute. Was kann ich für Sie tun? Puh, alles wieder unter Kontrolle, Mr. Krabs. Das garantiere ich Ihnen. Oh nein, mein schönes Wasser. Oh. Ups, ich bin ausgerutscht. Nein. Hey, warum ist das Fernsehbild so schlecht? Oh nein. Es ist viel zu heiß hier drin. Es ist so kalt hier drin. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hört sofort damit auf! Hm.
möchte nicht stören. Ich hole nur schnell die Sachen von meinem Schreibtisch. Jemand an der Tür. Ich freue mich schon drauf, ihn nachzuahmen. Oh, hallo Patrick. Was, und Sandy? Und Thaddeus? Und Mr. Krabs? Und Plankton auch? Fünf auf einmal. Na schön, dann schauen wir mal, was geht. Hi. Hi. Ich grüße dich. Geh bloß weg. Hi, SpongeBob. Wir müssen mal reden. Na klar, gerne. Aber immer. Worüber denn? Uninteressant. Weißt du, es ist gut, wenn man ganz man selbst sein kann. Ich versuch's, Sandy, glaub mir, ich versuch's. Du schaffst das schon, mein Bester. Konzentrier dich einfach, dann weißt du wieder, wie es geht. Guten Morgen, Gary. Mein Geld. Ich war auf der Uni! Ich hab gesagt, esst eure Burger! Ich schaff es nicht! Ich bin ein Monster! Ein Freak! Ich bin ein Freak! Hey! Geht's dir nicht gut, SpongeBob? Wie viele Finger halte ich nach oben? B. Super, die Lösung hatte ich nämlich auch! Ich weiß, dass du dich irgendwo da drin versteckst, Schwammkopf! Leider ist die Rufnummer des Teilnehmers SpongeBob Schwammkopf nicht erreichbar oder nicht mehr vergeben. Also gut, passt auf. Er ahmt alle nach, die um ihn herum sind. Also müssen wir wohl alle ihn nachahmen, um ihn daran zu erinnern, wer er ist. Das hilft uns dabei. Hey! Ja. Oh. Mm. Na, komm schon her, du Hüpfer. Echt eine umwerfende Idee. Ich bin saugstark und gelb und porös. Ich koch gern mit schmierigem Fett. Mr. Krabs ist der beste Boss in allen 7 Weltmeeren. Ja. Ups, Entschuldigung, ich meine... Ich hab die Krabbenburger-Geheimformel vergessen, Mr. Krabs. Könnten Sie mir die noch mal zeigen? Na sicher, Minion, ich hab sie ja gleich... Oh nein, so ja nun nicht, Plankton. Oh. Es war aber eine ziemlich gute Imitation. Danke sehr. So funktioniert das nicht, Freunde. Wir müssen zusammen eine SpongeBob-Imitation hinlegen. Und zwar alle gleichzeitig, kapiert? Also, jetzt alle zusammen und los. Ich bin bereit. Ich kann mich erinnern. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin SpongeBob Schwammkopf und ja, ich koche gern mit schmierigem Fett. Ja! Ich danke euch. Wenn man nicht ganz bei sich ist, gibt's keine besseren Freunde. Es fühlt sich gut an, einfach man selbst zu sein, oder Freunde? Freunde? Oh nein, jetzt haben Sie den Intensiv-Imitations-Irrsinn. Lass mich raus! Nach der Arbeit gehe ich gleich zu Sandy. Ich kann sie doch nicht im Stich lassen. Ja, Chef? Ich hätte da eine Spezialaufgabe für dich. Das ist der Bausatz für ein Teleskop. Das einzige Problem ist, dass ich das blöde Ding nicht zusammengebaut bekomme. Hier kommst du ins Spiel. Teleskopmontageanleitung. Lies es dir gründlich durch, weil du das Gerät zusammenbauen wirst. Und zwar bei mir zu Hause. Heute Abend. Heute Abend? Das ist doch nicht etwa ein Problem, oder? Naja, eigentlich... Großartig. Ich habe mir nämlich erlaubt, einen Blick in deine Personalakte zu werfen. Tja, und da ist das erledigt. Mühsame Arbeiten für vorgesetzte Kästchen ganz abgehakt. Bis heute Abend. Was mache ich denn jetzt nur? Los, du schaffst das. Verpflichtende Verpflichtungen erfüllst du. Alle beiden. Mit wem redest du, mein Freund? Oh, hallo, Patrick.
Was hast du hier verloren? Wie soll ich sagen? Es tut mir wirklich leid, dich während der Arbeitszeit zu stören. Ich wollte dich auch nur kurz an meinen Geburtstag erinnern. Daran musst du mich nicht erinnern. Ich vergesse doch nicht den Geburtstag meines besten Freundes. Ja, aber warum sagst du dann jetzt nicht die Wörter auf? Welche Wörter denn? Herzlichen Glückwunsch! Mein Geburtstag ist heute! Heute ist mein Geburtstag! Aber du kannst dich doch hoffentlich noch daran erinnern, was du zu meinem Geburtstag mitbringen sollst. Mein Geburtstagskuchen! Du sollst meinen Geburtstagskuchen mitbringen! Heute Abend? Ja, heute Abend! Denn wann soll ich meinen Geburtstag bitteschön sonst feiern? Wenigstens besitze ich so viel Taktgefühl, erst dann meine Party zu feiern, wenn mein allerbester Freund Feierabend hat. Bis heute Abend, bester Freund! SpongeBob? Walfischdreck. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. Wir beginnen nun mit der Demonstration. Ich präsentiere Ihnen den Fotogenerator 2001. Fantastisch automatisch. Er erhöht die Leistungskraft eines einzelnen Arbeiters um das 5, 6, 7, ja sogar um das 8-fache. Das ist schön für die Unternehmensführung. Es ist aber auch ein Segen für den Arbeiter selbst, der dadurch bessere Beurteilungen in seiner Personalakte bekommt. Ich habe mir erlaubt, einen Blick in deine Personalakte zu werfen. Ach, je, das Teleskop. Und ohne weitere Vorreden werde ich die Gerätschaft nun in Betrieb nehmen. Tut mir leid, erneut unterbrechen zu müssen, aber ich habe vergessen, meine Rabattmarken einzuschicken und bin gleich wieder da. Also gut, von mir aus können wir anfangen. Wo hast du denn deine Klamotten gelassen, Junge? Sardinen. Mich hat eine Dose wilder Sardinen angegriffen. So, und jetzt zu diesem Teleskop. Was wird das? Hör auf, das muss mit dem rechtsdrehenden Sechskant-Akkuschrauber erledigt werden. Wo ist denn der? Der ist noch in Patricks Felsen. Patricks Felsen? Wieso denn das? Halt, warte! Komm sofort wieder her, Junge! SpongeBob, wieso hast du auf einmal unsichtbare Kleider an? Nicht so wichtig, darf dein Geschenk ausleihen? Auf keinen Fall, ich leih dir mein Geburtstagsgeschenk nicht aus. Nicht mal ein Minütchen. Nein, nicht bevor mein Geburtstagskuchen geliefert wird. Okay, bin gleich zurück. Hey, halt, wo gehst du hin? Da. Wieder hin. Dein kleiner Assistent, das ist mein Assistent, wenn überhaupt. Und ich möchte wissen, was hier eigentlich los ist. Ja, und was ich wissen möchte, ist auch, was das eigentlich für ein Geburtstagsgeschenk sein soll. Hey, das sollte der Junge doch zu mir nach Hause bringen. Sieht ganz so aus wie mein Akkuschrauber. Du hast uns einiges zu erklären, mein Lieber. Ich hast auch, du ich dir etwa mich in den Kopf gesetzt, mich vor allem meinen Kollegen lächerlich zu machen? Ich würde euch gerne was sagen. Ich weiß, dass alle heute Abend sehr wichtige Dinge vorhatten. Mr. Krabs mit seinem neuen Teleskop, Patrick mit seinem Geburtstag, Sandy mit ihrer großen Präsentation. Ich konnte zu keinem von euch Nein sagen. Oh, du hast dir zu viel aufgeladen. Ja, das hättest du uns sagen sollen. Uns wäre schon irgendwas eingefallen. Ihr habt recht. Es war aber auch völlig albern, mir einzubilden, ich könnte an drei Orten auf einmal sein. Da muss ich dir aber widersprechen. Natürlich kannst du das. Stell dich doch einfach mal in den Protogenerator 2001. Zunächst schließt sich die Protokammer. Und anschließend... Wie Sie sehen, habe ich gerade zwei Klone meines Testobjekts erzeugt, die es ihm ermöglichen, alle seine abendlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Ich geb's ja zu, für ein Eichhörnchen stellst du dich manchmal gar nicht so dumm an. Du kannst es drehen, wie du willst. Du bleibst eine Landratte. Das Eichhörnchen als solches ist ein Alleskönner. So, ich wette, du kriegst keinen doppelten Krabbenburger in einem Bissen runter. Gib mal her. Ich hab doch nicht umsonst so große Backentaschen. Zugabe! Zugabe! Kannst du das hier? Jeder in meiner Familie kann das. Und sag bloß, du kannst das, hä? Kannst du dich durch Knospung fortpflanzen? Kannst du's, kannst du's, kannst du's, kannst du's? Auch nicht. Aber vor allem kannst du das hier.
Wozu soll man denn sowas können? Das ist langweilig, dumm und absolut unnötig. Gib's zu, Sandy. Du kannst einfach nichts, was wir Meeresbewohner können. Und wenn du den doofen Anzug nicht anhättest, könntest du hier unten nicht mal leben. Und dafür könnt ihr nicht. Ich hab's nicht nötig. Euch werd ich zeigen. Ich brauche diesen Anzug nicht. Und diesen bescheuerten Helm brauche ich auch nicht. Neptun, sei mit ihr. Wie lange kann sie das durchhalten? Ich habe keine Ahnung. Sandy ist ein Mädchen? So wie es aussieht, haben wir uns offenbar doch geirrt. Ihr Landbewohner seid uns tatsächlich überlegen. Nur leider müsst ihr hin und wieder Luft holen. Tja, wird wohl nicht mehr lange dauern. Wird dir schon schwindelig? Weißt du noch, was das ist? Es geht ganz leicht. Ich hab's gewusst. Es ist völlig unmöglich, dass ein Luftkopf auch nur die geringste Chance gegen einen Wasseratmer hat. Luftkopf. Meereswesen sind die größten. Wasser, Wasser, Wasser. Gut, schon gut. Aber ist mir auch egal. Ihr habt euren Spaß gehabt. Jetzt bin ich an der Reihe. Ihr haltet euch wohl für die größten, was? Seid stolz auf eure komischen kleinen Kiemen. Aber keiner von euch würde es auch nur eine Minute in meinem Revier aushalten. Draußen an der frischen Luft. Willkommen in der Zukunft. Was? Willkommen in der Zukunft. Ah, die Zukunft. Also das heißt... Okay, aber was ist eigentlich los hier und warum ist alles verchromt? Na, in der Zukunft ist eben alles verchromt. Was? Ja, aber... Oh... Meine Güte. Das darf nicht wahr sein, der lügt mich an. Er sagt die Wahrheit. Natürlich sage ich die Wahrheit, Thaddeus. Frag mal meine Klone. SpongeBob X, Y und Z. Sind die anderen Buchstaben des Alphabets auch in Benutzung? Na klar, und zwar alle 486. Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Die Zukunft! Danke. Jetzt pass auf! Und ihr auch! Ich gehöre nicht hierher! Das ist alles nur ein schrecklicher Irrtum! Bitte! Wir müssen irgendwas tun! Quallfischen! Hab ich da was von Quallenfischen gehört? Tach, Petron. Ah, jetzt hört mal her. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich muss nach Hause in meine eigene Zeitperiode und zwar flutschzuck. Na, warum sagst du das nicht gleich? Die Zeitmaschine ist den Gang runter gleich links. Jeder Angestellte der Krossenkrabbe ist zur strikten Einhaltung der Körperpflegebestimmungen verpflichtet. Okay, Mr. Schwammkopf. Sind Sie bereit, sich auf Ihre Schicht vorzubereiten? Ein guter Angestellter wäscht sich seine Hände stets sorgfältig. Bitte auch unter den Fingernägeln, ja? Und die Knöchel nicht vergessen. Und auch die Handflächen müssen blitzeblank sein. Gut, und nun zeigen Sie die Hände her. Na, das nenne ich gründlich. Haha! Nachdem Ihre Schuhe auf Hochglanz poliert sind, Ihr Gesicht frei von jeglichen Pickeln und Pusteln ist und Ihre Haare ordentlich frisiert sind, sind Sie bereit für Ihren Arbeitstag. Werfen wir nun einen Blick darauf, wie Thaddeus sich auf seine Schicht vorbereitet. Merken Sie sich, kein Angestellter will ein Thaddeus sein. Und nun, da Sie hygienisch sauber sind, denken Sie bestimmt, Sie sind bereit für den Krabbenburger. Juhu! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit!
Na, na, na. Zunächst müssen wir noch einige andere Themen behandeln. Viele betrachten den Krabbenburger als Schatz, ähnlich dem verlorenen Gold von Atlantis. Und wo ein Schatz ist, da ist auch ein Dieb, der ihn stehlen will. Also liegt es an Ihnen, ein wachsames Auge auf... Was ist das? Das ist Mr. Krabs' Erzfeind, der Rivale Plankton. Friss meinen mikroskopischen Staub, Krabs. Deine geheime Geheimformel ist jetzt endlich mein. Er stiehlt die Formel. Was ist nun zu tun, Mr. Schwammkopf? Du kriegst mich nie, Krabs. Nicht, wenn ich auf maximal Überschalltempo gehe. Hier! Irgendwie bringt das nichts ohne Turbo. Hör mich an, Krabs. Wenn du diesen Krabbenburger willst, wirst du ihn wohl meinen kalten Toten. Du kriegst mich nie, Krabs. Nicht, wenn ich auf maximal... Und so konnte dank Mr. Schwammkopf ein weiterer Notfall vermieden werden. Da bist du ja, SpongeBob. Du musst mir helfen. Patrick und Mr. Krabs versagen völlig und Siegbert ist gleich hier und SpongeBob. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin, Thaddäus. Was denn? Jeder Satz, jeder einzelne Abschnitt. Kabelbrot, Salat, Pfeffer. Verstehst du das nicht? Mein Kopf ist voll bis zum Platzen. Wenn ich mir noch eine Bestellung merken muss, explodiere ich. Bleib mal ganz ruhig. Lass uns einfach mal einen Moment lang entspannen. Ein klein wenig mehr. Ein klein wenig mehr. Gut. So, und jetzt möchte ich von dir, dass du deinen Geist befreist. Meinen Geist befreien? Befreie deinen Geist. Ich befreie meinen Geist. Befreie deinen Geist von allem, was nichts mit gehobenem Service zu tun hat. Gehobener Service und Atmen. Befehl vom Boss. Schmeißt alles raus, außer gehobenem Service. Was? Alles? Ja, alles. Los, los, los. Los, gib die Akte her. Ballenfischen, weg. Kindheitserinnerungen, weg. Tipps und Kräutergarten, weg. Komm, bewegt euch, Leute. Beeilung, wofür bezahle ich dich eigentlich? Red kein Quatsch, uns gibt's doch gar nicht. Wir sind nur eine bildhafte Metapher, um abstrakte Denkvorgänge zu verdeutlichen. Vorsicht, nochmal so eine Frechheit und du bist gefeuert. Nein, bitte, ich hab drei Kinder. Das muss schneller gehen, Mensch. Raus damit, raus damit. Was? Mach schon, mach schon. Für den Video. Ich kann sie unverzüglich platzieren. Wie hast du das alles nur geschafft? War ganz einfach, mit einem befreiten Geist. Was ist mit Krabs und Patrick? Die sind aus dem Weg. Folgen Sie mir bitte. Guten Abend, Sir. Aus unserer Abendkarte kann ich Ihnen Krabben Newburg empfehlen. Wir verwenden dazu nur luftgetrockneten Seetang, gefüllt mit frischen Gartenkräutern und eingeschlagenen Pergament. Nach 6 Stunden langsamen Garens im tönernen Holzofen der Kiva servieren wir Sie an Korallengemüse auf einer Mahagoni-Planke. Das ist fantastisch. Vielen Dank, Sir. Zwickt mich mal jemand, ich glaube, ich träume. Aua! Wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Ach, SpongeBob, ich kann dir gar nicht genug danken für das, was du für mich tust. Gehobener Service und Atmen ist alles, was ich kann. Es hat geklappt. Ich glaub's einfach nicht. Siegbert denkt wirklich, ich führe ein 3-Sterne-Restaurant. Und das reibe ich ihm jetzt unter die Nase. Tja, Siegbert, ich warte. Also gut, ich geb's zu, alles ist ausgezeichnet. Das Essen, die Atmosphäre, alles tadellöser. Wenn das so ist, solltest du das hier vorlesen. Thaddäus Tentakel und das hier dabei halten. Oh, Thaddäus Tentakel hat das schickste... Noch einmal von vorne. Thaddäus Tentakel hat das schickste Restaurant in Bikini Bottom und er ist kein peinlicher Volltrottel. Yeah! Thaddäus, eins muss ich dir sagen. Danke sehr. Was mich wirklich überzeugt hat, ist dein famoser Oberkellner. Als ob er nur gehobenen Service im Kopf hätte. Und atmen. Wie heißen Sie, mein Bester? Wie ich heiße? Genau, mein Lieber. Philly Wellington? Nein, Ihr Namen.
Die Gabel links vom Teller? Lass das, sag ihm, wie du heißt. Ich heiße... Wo ist der Name? Wo ist der Name? Ich hab hier keinen Namen. Komm, spuck's aus. Wo ist der Name? Guck mal, ich hab den Namen. Ich hab den Namen ausgeworfen. Das tut mir furchtbar leid. Ich weiß auch nicht, was in den kleinen Kerl gefahren ist. Noch Suppe für die Achselhöhle? Bloß hau rein, Alte! Ja. Noch ein wenig geriebener Weichkäse, Sir. Ach, oh nö! Nein! Rennt um euer Leben, Leute! Da kommt die Vorspeise! Du oder du mir zeigen, wie eine Schleife geht? Können Sie mir zeigen, wie ein einfacher Knoten geht? Zeigen Sie mir, wie man Schuhe zubindet? Wissen Sie denn, wie man Schuhe zubindet? Ich bin nur ein Porträtgemälde. Weiß denn wirklich niemand, wie ein Knoten geht? Hat jemand was von Knoten gesagt? Ja, ich. So, du willst also Knoten binden, ja? Was denn? Willst du das? Ja, bitte, mein Herr fliegender Holländer, Sir. Dann bist du genau an den richtigen Geist geraten. Über dir schwebt der Gewinner der kniffligsten Knotenkonkurrenzen der letzten 3000 Jahre. Hurra! Ja. Danke, danke, ist nicht nötig. Und hör bitte auf, mich so anzuglotzen. Und jetzt tritt zurück und sehe, wie ich knote. Haha, ich präsentiere den Brezelknoten. Den doppelten Diamantknoten. Den Quadratknoten. Den Konstriktor. Den Gedärmknoten. Den Kissenknoten. Den Schmetterlingsknoten. Das ist noch nicht alles. Die Affenkette. Die Affenfaust. Der Affe. Der hier ist ein Schleifenknoten, auch bekannt als Pupschleife. Pup. Die sind klasse, mein Herr fliegender Holländer, Sir. Zeigen Sie mir jetzt, wie man Schuhe bindet. Ich habe keine Ahnung, wie man Schuhe bindet. Ich habe seit über 5000 Jahren keinen Schuh mehr am Fuß gehabt. Aber manchmal ziehe ich mir gern ein Söckchen über meinen Geisterzipfel. Ja. Nicht jetzt, Gary. Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Lass mich und meine offenen Schnürsenkel einfach in Ruhe. Also gut, ich höre dir ja zu. Ja? Wow! Gary, das gibt's ja nicht. Du kannst wirklich Schuhe binden. Heiliger Haifisch, wie hast du denn das gelernt? Kriegst du ihn nicht zu den Schuh, dann pass auf und hör gut zu. Setz dich hin und auf einen Blick lernst du den Schleiftrick. Du nimmst dein Band in jede Hand, verschnürst die Bänder ganz rasant. Hast du den Schleifentrick erst raus, sehen deine Schuhe prima aus. Du gehst vor und zurück und hin und her. Der Schleifentrick ist gar nicht schwer. Wie die Hasenohren auf dem Weihnachtspräsent machst du dein Schleifchen. Du hast Talent, hast du den Schleifentrick erst raus, sehen deine Schuhe prima aus. Hast du den Schleifentrick erst raus, sehen deine Schuhe prima aus.